Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen das erste Mal in Patch 9.1 den Great Vault öffnen. Und mir wurde vom Stream gerade schon gesagt, ich habe einen kleinen Fehler begangen. Und zwar habe ich gestern, also am Dienstag, noch fix ein bisschen M+ gemacht, weil ich die Woche die ganze Zeit mit Kollekten und anderem Zeug zu tun hatte. Dachte mir, komm, nimmst du M+ noch ein bisschen mit, dass du hier aus dem Vault noch was bekommst. Jetzt habe ich blöderweise nur 14er Keys gemacht. Ich wusste nicht, dass man den maximalen Loot, so wie mir gerade gesagt wurde, anscheinend nur zum 15er rauskriegt. Heißt, bitte, jetzt kriege ich halt ein bisschen niedrigeres Item-Level. Ich hoffe trotzdem, dass was Gutes drin ist. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein. 3 Keys habe ich gemacht, zumindest noch das, dass wir 2 Items zur Auswahl haben. Und achso, halt, bevor ich da jetzt aufmache, jetzt schauen wir mal, was habe ich, okay, ich habe Wächter ausgewählt, also es müsste passen. Schauen wir mal, was wir drin haben. Bitte keine Hose. Einen Ring? Wait, haben die das geändert? Muss man jetzt 4 Keys machen? Ey, ich dachte, ich muss 3 Keys machen. Oh boy, ich habe total versagt. Okay, ich hätte 4 Keys machen müssen. Der hat aber Versa drauf, der Ring. Oder war das letzte Season auch schon 4? Ich dachte, es waren 3 Keys. Oh boy, ich habe einen zu wenig gemacht. Okay, never mind. Richtig reingefailt. Naja, habe zumindest ein bisschen Eroberungspunkte gestern bekommen. Ich glaube, einen 4. hätte ich gestern nicht mehr gemacht. Ich habe spätabends dann angefangen, noch Keys zu laufen. Und weil mir dann aufgefallen ist, ich habe noch M+ vergessen. Einen 4. naja, gut, wäre dann ein bisschen spät gewesen. Was gibt's denn hier? Gibt's dann noch Dienstabzeichen der Belobigung? Ich habe keine Ahnung, für was die gut sind. Aber wir werden jetzt den Ring mal nehmen. Da ist jetzt Versa Crit drauf. Ist jetzt nicht ganz optimal. Ich hätte natürlich lieber, Tempo Versa, aber zumindest, ist auf jeden Fall besser als das, was ich habe. Nehmen wir den mal raus. Okay, hier hast du sogar eine Sicherheitsabfrage noch. Gut, was haben wir für den Key? Spitzen des Aufstiegs, den habe ich gestern schon auf 14 gemacht. Jetzt schauen wir mal. Der Ring bringt mich zumindest vom Item-Level ein Ticken hoch. Gucken wir mal. Was habe ich denn an? Ich habe einmal einen Versa Mastery-Ring an und einen Versa Tempo. Gut, jetzt müsste ich halt gucken vom... Ja, aber selbst mit Sockel, ne, sind die wahrscheinlich schlechter. Das sind jetzt über 20 Item-Level höher. Das dürfte eigentlich schon besser sein. Gut, muss ich dann vielleicht nochmal ein bisschen gucken. Im Sockel kann man jetzt, glaube ich, noch nicht holen. Da müsste ich die eine Fraktion noch ein bisschen höher machen. Aber ist schon okay. Gut, die Woche muss ich dann 4 Keys laufen, nicht nur 3. Da habe ich anscheinend gestern irgendwas durcheinander gebracht noch. Und ja, dann halt am besten auch ein 15er Key. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch so rausgekommen ist. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.